Die CES in Las Vegas ist vorbei und wie immer gab es auch für Gamer einiges zu sehen. Wir werfen einen Blick auf die coolste Gaming-Hardware der CES 2017. Los geht's bei Samsung. Die bringen mit dem Odyssey nämlich einen Gaming-Laptop auf den Markt, und zwar mit 15 und mit 17 Zoll. Im Inneren steckt der Core i7 der Kaby Lake-Generation und im kleineren Modell eine GeForce GTX 1050. Welcher Grafikchip im größeren Modell steckt, ist noch nicht bekannt. Neu ist das Hexaflow Vent genannte Kühlsystem auf der Unterseite. Das lässt sich auch öffnen, um Festplatten und Arbeitsspeicher aufzurüsten. Der Preis wird wohl bei rund 1200 Dollar liegen. Da sich Samsung aber in Europa schon seit einiger Zeit aus dem Notebook-Geschäft zurückgezogen hat, werden die Geräte hierzulande wohl eher nicht auf den Markt kommen. Da werfen wir doch lieber einen Blick zu Acer. Die zeigten auf der CES nämlich ihren Monster-Laptop Predator 21X. Den gab es zwar schon auf der IFA zu sehen, jetzt steht aber auch endlich der Preis fest. 10.000 Euro kostet dieser feuchte Traum wohlhabender Gamer. Und dafür gibt es den weltweit ersten gewogenen Laptop-Screen mit 2560x1080 Pixeln und G-Sync, den übertaktbaren Intel Core i7 7820HK und, weil sonst langweilig wäre, gleich zwei GTX 1080 GPUs im SLI-Verbund. Außerdem kann man maximal 64 GB RAM reinpacken, auf einer mechanischen Tastatur zocken, übrigens mit drehbarem Nummernblock bzw. Touchpad und dank Eye-Tracking auch per Augenbewegung zielen. Die Begriffe schlank und mobil kennt dieses Monster natürlich nicht. 5 Lüfter und 9 Heatpipes sorgen für die nötige Kühlung und außerdem dafür, dass der Laptop fast 9 Kilo auf die Waage bringt. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Wer das nötige Kleingeld hat, darf ab Februar zuschlagen. Übrigens nur auf besondere Bestellung. Im freien Handel wird es den Predator nicht geben. Von einem Monster-Laptop zum nächsten, nämlich Project Valerie von Razer. In dem stecken gleich drei 4K-Bildschirme, also insgesamt eine Auflösung von 11.520x2160 Pixeln. Befeuert wird das Notebook von einer GeForce GTX 1080. Zumindest Battlefield 1 lief damit flüssig. Allerdings richtet sich Project Valerie nicht primär an Gamer, sondern soll sich auch für professionelle Foto- und Videobearbeitung eignen. Noch ist Project Valerie allerdings nur ein Konzept. Ob es überhaupt auf den Markt kommt und wie teuer es dann werden wird, ist nicht bekannt. Wer keinen Bock hat, sich einen absurd teuren Gaming-Laptop zuzulegen, aber trotzdem am Notebook spielen will, sollte einen Blick auf die externen Grafikkarten-Docs von Zotac und MSI werfen. MSI nennt sein System GUS. Darin steckt eine Grafikkarte plus Netzteil und wird per Thunderbolt 3 an ein Notebook oder Mini-PC angeschlossen. Erscheinen soll GUS im zweiten Quartal. Ein Preis wurde zwar noch nicht genannt, wahrscheinlich sind aber 400 bis 500 Euro realistisch. Auch Zotac hat einen Grafikkartendock im Angebot, das einen Laptop oder Mini-PC per Thunderbolt 3 mit externer Grafikpower versorgt. Das hier gezeigte Modell war aber nur ein Prototyp. Design und Ausstattung können sich also noch ändern. Fest steht aber, dass im Inneren ein 400 Watt Netzteil steckt. Der Preis ist ebenfalls noch nicht bekannt, soll aber gerüchteweise bei 300 bis 400 Euro liegen. Neben dem Grafikdock und neuen Mini-PCs, die nun mit Intel Kaby Lake CPUs ausgestattet sind und teilweise sogar über eine GTX 1070 oder 1080 und eine Wasserkühlung verfügen, zeigte Zotac die weltweit kleinste GTX 1080. Die ist gut ein Viertel kürzer als bisherige 1080-Karten und eignet sich besonders für platzsparende Wohnzimmer-PCs. Die Specs gleichen der großen AMP-Karte. 2560 CUDA-Kerne, 8 GB DDR5X-Speicher, 1620 MHz Basistakt und 1759 MHz im Boosttakt. Erscheinen soll die Mini 1080 im ersten Quartal. Der Preis ist noch nicht bekannt. Und wofür braucht man eine 1080-Grafikkarte? Klar, zum Zocken in 4K. Aber das geht natürlich nur mit dem passenden Monitor. So einen hat Asus mit dem ROG Swift PG27UQ vorgestellt. Der 27 Zöller vereint 4K-Auflösung mit 144 Hz Bildwiederholrate und packt darüber hinaus noch G-Sync, HDR und die Quantum Dot Technik obendrauf. Die Helligkeit soll bis zu 1000 Candela pro Quadratmeter betragen. Außerdem gibt's gleich zwei DisplayPort 1.4 Eingänge. Gamer müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Der Monitor soll im dritten Quartal auf den Markt kommen und rund 2000 Euro kosten. Neben Monitoren hat Asus auch seine neueste Mainboard-Generation für die Kaby Lake CPUs vorgestellt. Die Modelle bieten jede Menge Extras, angefangen bei cooler Beleuchtung, USB 3.1 Unterstützung und einem neuen Design mit leicht ausgesägten Kanten. Doch damit nicht genug. Beim Maximus 9 Apex können zwei M.2 SSDs in den DIMM-2 Steckplatz vertikal eingebaut und damit besser gekühlt werden. Das Maximus 9 Extreme bietet einen Kühlblock für Wasserkühlungen, der über Spannungswandler und Prozessor ragt und neben Temperatur und Durchfluss auch Lecks erkennt und im Notfall das System ausschaltet.
Weiter geht's mit iBuyPower. Das Unternehmen hat mit Project Snowblind PC-Gehäuse vorgestellt, die keine herkömmlichen Seitenfenster haben, sondern transparente LCD-Screens. Wie cool ist das denn? Die Displays wurden zusammen mit Intel entwickelt. Als Vorbild dienten digitale Werbeschilder. Damit können auf der Seitenscheibe Informationen wie Uhrzeit, Systemauslastung, Logos oder Grafikeffekte angezeigt werden. Dazu muss das Panel wie ein Monitor per DVI an die Grafikkarte angeschlossen werden. Damit der Effekt allerdings gut sichtbar ist, sollte das Innere des PCs weiß sein. Ab Februar sollen die transparenten Displays erhältlich sein und rund $250 kosten. Let's Playern mit dickem Geldbeutel dürfte der Pro Streamer 2 von CyberPower gefallen. In dem riesigen Gehäuse stecken nämlich gleich zwei PCs, eine High-End-Gaming-Maschine und ein Mini-ITX-Rechner zum Streamen. Der Preis beginnt bei rund $3000, je nachdem welche Ausstattung man will. Das Modell hier liegt etwa bei $6000. Dafür gibt's dann aber einen Core i7 6950X, zwei GTX 1080 Grafikkarten, 64 GB RAM und natürlich eine Custom-Wasserkühlung. Im zweiten System stecken ein Core i3 7350K, 16 GB RAM und eine AVMedia LiveGamer HD Capture Card. Und wer seine Luxushardware in ein richtig exklusives Gehäuse schrauben will, der nimmt dafür das Tau 2 von Invin. Das ist auf 200 Stück limitiert und besteht aus Aluminium und jeder Menge extra dicker Glasscheiben. Im Inneren ist genug Platz für ein eATX-System mit bis zu 44 cm langer Grafikkarte und eine Custom-Wasserkühlung. Die Beleuchtung wird übrigens per Touch gesteuert. Der Preis dieses Luxusgehäuses über $1000. Auch für VR-Fans gab es auf der CES was zu sehen. HTC stellte einige Neuerungen für seine VR-Brille Vive vor. Zum einen den Vive Tracker, ein kleines Gerät, mit dem Objekte in Virtual Reality getrackt werden können, um mit ihnen zu interagieren. Bislang ist man immer an die beiden Controller gebunden, wenn man mit Dingen interagieren will. Mit dem Vive Tracker kann man beliebige Objekte benutzen, etwa eine Waffe in einem Actionspiel. HTC stattet die Vive außerdem mit Kopfhörern aus. Bislang musste man immer ein externes Headset benutzen. Außerdem gab HTC bekannt, zusammen mit Intel an einer kabellosen Version der Vive zu arbeiten. Details zu Preis oder Erscheinungsdatum gab es allerdings noch nicht. Dafür zeigte HTC noch eine Demo mit Finger-Tracking. Dafür wird ein Vive-Tracker um das Handgelenk geschnallt und spezielle Handschuhe mit Sensoren erkennen die einzelnen Finger. Man kann also gespannt sein, welche coolen VR-Anwendungen in Zukunft noch für die HTC Vive erscheinen werden. Das war die coolste Gaming-Hardware der CES 2017. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt's in die Kommentare und bis zum nächsten Video.